Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Glamour Shopping Week liegt hinter uns und ich habe einiges gekauft bei Zara, nur Babysachen. Ich werde euch jetzt die Babysachen zeigen, die ich so in der nächsten Größe gebraucht habe. Ich mache das immer so, dass ich eine Größe überspringe. Erstens mag ich das sehr, wenn die Sachen übergroß sind und zweitens finde ich das sehr schade, immer wenn eine Größe dran ist, alles komplett von neu zu kaufen. So haben die Kinder länger was von den Sachen. So kann ich auch die Sachen, die ich an ihm liebe, viel länger an ihm sehen. Und außerdem ist das viel, viel besser für den Geldbeutel, für die Umwelt. Und übergroße Sachen, so in manchen Dingen, kann man sehr gut machen. Bei Bodies zum Beispiel würde ich das nicht empfehlen, weil wenn die Bodies zu groß sind, dann ist hier am Hals ein zu großer Abstand und dann wird hier alles zu schnell kalt. Also was Bodies angeht, muss ich schon jede Größe kaufen, immer wenn wir halt die nächste Größe erreichen. Aber was so Jacken angeht, Anzüge, Hosen, Oberteile und diese Sachen, braucht man nicht immer in jeder Größe kaufen. Das habe ich die ersten 2 oder 3 Monate anders gehandhabt, aber mittlerweile ist das gar kein Problem. Ich habe so einen Riesenkarton nur mit Sachen für Kian. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Ich habe dieselbe Jacke irgendwie zweimal gekauft. Eins muss zurück. Wie süß ist diese Jacke? Das ist extra so eine Jacke für draußen, um wenn es nass ist im Sandkasten oder so, wenn es generell so draußen nass ist, dann kann er diese Jacke sehr gut anziehen. Ich habe jetzt fast alles in der Größe 104 geholt. Der Kian wiegt gerade 12 Kilo, der hat auch mal 13 Kilo fast gewogen, 12,9 Kilo, bevor er angefangen hat zu laufen. Und dann hat er angefangen zu laufen und ich kann ihn gar nicht mehr stoppen. Da hat er ungefähr 900 Gramm abgenommen. Und ja, die nächste Größe, übergroße Größe für uns ist die 104. Ach, voll die süße Jacke. Weiter geht's mit einem Set in so einem richtig schönen Mint. Ich mag die Sachen von H&M wirklich sehr gerne und sie sind sehr bezahlbar. Das mag ich wirklich sehr, wenn die Sachen nicht so überteuert sind. Es gibt auch manche Marken, wo ich sehr gerne einkaufe, wo man etwas mehr bezahlt. Aber dann hole ich auch so Sachen, die ihr sehr lange anziehen kann. Zum Beispiel habe ich mal bei Guapo 2 Oversized dicke Cardigans bestellt. Die benutze ich jetzt seit 4 oder 5 Monaten, weil ich sie schon so in groß gekauft habe und außerdem sind sie schon oversized geschnitten und deshalb benutze ich die schon so lange. Das hat sich übertrieben gelohnt. Das ist eher so eine Marke halt, wo man schon ein bisschen mehr Geld ausgibt als bei H&M. Richtig süß mit Kapuze. Ich verlinke euch auch alles, was ich geholt habe, unten, dann könnt ihr die Sachen schneller finden. Dann habe ich hier noch so ein Set gekauft. Richtig süß hier diese Hose, dazu das Oberteil hier mit den Knöpfen. Sieht richtig schick aus. Es ist nicht zu dick, es ist nicht zu dünn. Also jetzt die Zeit, die bevorsteht, da kann er das Set wirklich sehr gut anziehen mit einem Body drunter. Und Leute, ich bin auf der Suche nach Westen für Kinder. Also, dass er zu Hause oder auch draußen mal so eine Zuhause-Weste hat. Also ich habe jetzt auch eine Weste für draußen aus Daunen, aber ich brauche auch so Westen für zu Hause. Ich möchte ihm nicht immer eine Jacke anziehen mit Armen und dann ist alles so dick und man kann sich nicht so gut bewegen. Ich möchte auch so Westen einfach, die so ein bisschen warm halten. Ich hatte eine Weste geschenkt bekommen für ihn von der Freundin von meiner Oma und die war perfekt. Die war selbst zu Hause selbst gestrickt, aber die passt schon lange nicht mehr. Finde ich sowas irgendwo? Wenn ja, schreib es mir gerne unten rein. Dann habe ich so eine sehr leichte Hose, eine schicke Leinenhose mitgenommen. Ach, die Sachen sind alle so süß, ey. Und dann hier mit so blauen Details kann man sehr gut auch so zu schickeren Veranstaltungen anziehen. Das ist jetzt so eine Hose, die ihr auch sehr gut bei einer Hochzeit, finde ich, anziehen könnte, weil sie halt aus Leinen ist und schicker aussieht, aber auch so leicht auf der Haut und sehr bequem. Das ist so lustig. Bei der Größe 104 steht einfach bei UK-Größe 3 bis 4 Jahre. Dann habe ich hier diese Oberteile bestellt. Das ist so ein Set. Ich finde, die haben so eine gute Qualität und die kann man mit allem kombinieren. Besonders hier diese 2 Farben kann man mit allem kombinieren. Die kann man auch unter Cardigans anziehen, in dicken Jacken, gar kein Problem. Die hier sind für den Alltag wirklich
perfekt. Die habe ich auch schon mal in einer anderen Größe gehabt für Kian und die haben wir auch so lange benutzt. Dann habe ich so ein etwas dünneres Jäckchen in Blau. Wir haben jetzt mehrere Jäckchen in so Nude-Farben, in so einem sehr schönen dunklen, etwas zwischen Khaki und Grau. Und jetzt haben wir auch eine blaue Jacke, dann haben wir alle Farben, die man so zusammen kombinieren könnte. Richtig süß. Aus so einem Waffeloptikstoff. Ich finde generell so Waffelstoff fühlt sich immer sehr gut an auf der Haut. Ich mag es auch sehr gerne, Bettwäsche so in dieser Optik zu bestellen, weil ich finde, das fühlt sich so schön an auf der Haut. Dann habe ich ein Set bestellt. Leute, das Set hier schreit einfach nach Kian. Ich gucke zwischendurch hier nach rechts unten, weil er schläft. Und ich schaue, ob da noch alles gut ist. Das schreit nach Kian. Das ist so ein süßes Set. Das ist so eine grau verwaschene Jogginghose. Dazu dann noch so ein Oberteil. Kann man aber auch mit sehr vielem anderen natürlich kombinieren. So getrennt voneinander. Sweet Child, oh mein, Guns and Roses. Das ist einfach zu 100% mein Sohn, weil er ist so ein sehr romantischer Rabauke. Das beschreibt ihn wirklich sehr gut. Ein romantischer Rabauke, der ist sehr einfühlsam, er sucht immer nach Augenkontakt, er versucht immer alle zu entertainen, er ist sehr gefühlsvoll, wenn man sich auf den Boden legt, dann kommt er und umarmt einen und beim Spielen kommt er auch zwischendurch und umarmt einen. Aber auf der anderen Seite ist er auch so ein Rabauke, er ist von morgens bis abends beschäftigt. Von morgens bis abends hat er zu tun, rennt von der einen Ecke in die andere Ecke, aber trotzdem ist er so einfühlsam trotzdem. Also das passt irgendwie perfekt. Kennt ihr das? Ihr seht so Sachen und wisst, das ist mein Kind. Oder manchmal seht ihr auch Sachen und ihr denkt an eine bestimmte andere Person und es gibt halt so Klamotten, die einfach nach jemandem schreien. Leute, die Pyjamas bei H&M sind der Wahnsinn. Ich liebe sie. Ich hole diese Dreier-Pyjama-Sets von H&M regelmäßig in jeder Größe, die wir brauchen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel 98 genommen, weil 98 wird jetzt seine Größe sein in ein, zwei Wochen, würde ich schätzen. Und bei Pyjamas ist das so ähnlich wie bei Bodies. Da schaue ich, dass die fast genau passen, weil wenn die zu groß sind, dann rutscht er da mit den Beinen raus im Schlafsack und dann irgendwann hängen die Beine dann so und er bekommt sie nicht mehr durch. Deshalb, also es ist am besten, die fast passend zu holen. Ich könnte jetzt hier keine 104 holen, wäre viel, viel, viel zu groß und da wäre es dann einfach unpraktisch. Da schaue ich wirklich, dass ich sie immer passend hole. Und dieses Mal habe ich das Set hier gewählt. Ich wähle mit jeder Größe irgendeine andere Farbe und ich kann sagen, so drei Pyjamas reichen auch wirklich aus. Wenn ihr so ein Set habt in der aktuellen Größe, die euer Kind hat, dann seid ihr gut versorgt. Hier, ich finde es sehr gut, dass hier halt die Füße mit dabei sind. Ihr braucht keine extra Socken, die sowieso abfallen. Und ich schaue immer, dass da ein Reißverschluss dabei ist, weil das ist so wichtig, wenn ihr bei so einem aktiven, zappelnden Kind dann noch so 10 Knöpfe zumachen müsst, dann ist das wirklich sehr viel Arbeit. Achtet da immer auf die Füße, die mit dran sind und dass es aus mit einem Reißverschluss ist. Das war jetzt ein extra Einkauf. Ich habe bei allem darauf geachtet, dass wir halt so ein Basis da haben, dass wir Pyjamas da haben, Bodies, Strumpfhose, ein paar Sets, ein paar Oberteile, ein paar Jogginghosen und so weiter. Und eine etwas schickere Hose. Und das hier hätten wir eigentlich nicht gebraucht, weil wir hätten jetzt eigentlich genug Oberteile gehabt mit dem, was jetzt gleich noch kommt. Aber das mussten wir einfach haben. Timo und ich sind so Star Wars Fans und Mandalorian war so voll unser. Und das Oberteil musste er einfach haben. Hier habe ich wieder so ein süßes, süßes Set. Bei dem Set ist es sehr praktisch. Ihr könnt es im Sommer auch anziehen. Also ich denke, die Größe 104 wird ihm im Sommer auch noch sehr gut passen. Auf jeden Fall. Jetzt ist sie halt etwas größer. Jetzt werde ich so die Füße bzw. die Beine etwas hochkrempeln. Und im Sommer können wir vielleicht ein bisschen weniger krempeln, vielleicht sogar auflassen. Deshalb finde ich das Set so gut hier mit diesen Stramplern.
Da kann man jetzt zum Beispiel noch einen Pulli drunter anziehen mit etwas aus dickerem Stoff, eine Strumpfhose drunter anziehen und das hier noch so, dass es so hier vorne den Bereich und den Rücken noch mal ein bisschen schützt vor Kälte und Wind. Und im Sommer kann man das einfach so mit einem T-Shirt-Body anziehen oder auch mal, wenn es ein bisschen was so dazwischen ist, mit einem Langarm-Body. Hier diese beiden Schätze werden wir wirklich lange und vielseitig kombinieren können. Ich musste gerade die SD-Karte auswechseln. Kann sein, dass sich hier was verschoben hat. Dann wollte ich mal eine etwas außergewöhnlichere Farbe. Ich verwende sehr gerne so neutrale Töne und mit dem Gedanken auch, was ist, wenn das zweite Kind ein Mädchen wird, damit ich die Sachen auch bei Mädchen benutzen kann. Wobei ich gar kein Problem damit habe, dem Kian Rot anzuziehen oder ein Mädchen blau anzuziehen, das ist gar kein Problem. Nur achte ich halt so darauf, dass wir so eine ziemlich neutrale Basis haben, so dass es zu jedem passt. Aber ich wollte mal so eine etwas außergewöhnlichere Farbe. Also so ein Knallgelb hat der noch gar nicht im Kleiderschrank. Er ist durch mich halt, natürlich sind das ja meine Entscheidungen, eher so in diesem neutralen, sehr clean Look, aber irgendwie wollte ich jetzt ein bisschen mehr Farbe reinbringen. Ich mag diese sehr kitschigen, sehr farbigen Babyklamotten irgendwie gar nicht. Ich liebe es, wenn Babys so aussehen wie so mini kleine Erwachsene in Stylish. Dann, oh mein Gott, Leute, Kian ist so stark am Zahnen. Deshalb habe ich hier so ein Zehner-Set, ist das, glaube ich, an Tüchern mitgenommen. Ich finde die Farben sehr, sehr schön. Ich hoffe, sie passen. Irgendwie gibt es die nur in 19x19. Also seitdem er auf der Welt ist, hat er dieselbe Größe an Tüchern. Ich denke, die gibt es nicht in größer. Wenn man woanders schaut, da gibt es da so andere Schnitte. Aber irgendwie sehe ich immer nur 19x19 bei H&M. Ich hoffe, sie passen. Irgendwie wirkt das so ein bisschen eng. Mal schauen. Also wenn sie jetzt nicht passen, dann verschenke ich sie einfach an meine Freundinnen. Ist ja nicht schlimm, dass die jetzt geöffnet sind. Dann habe ich noch so ein Set an zwei Basic-Oberteilen, die mit so einem leichten Muster sind, in Beige und einem hellen Blauton. Ich finde, so ein helles Blau steht ihm auch so gut. Ich liebe das. Generell mag ich auch sehr gerne so sehr helle Töne an ihm, so dass wir davon auch was haben. Jetzt haben wir ein bisschen dickere zwei Pullis, dann Star Wars, dann diese etwas dünneren, nicht sehr dünn, aber ein bisschen dünner als die. Dann haben wir das auch. Dann habe ich Bodys bestellt. Ich muss sagen, ich mag die Bodys von C&A sehr, sehr, sehr gerne. Aber die haben immer so komische Farben und viele Muster auf den Bodys. Das stört mich manchmal. Deshalb greife ich dann zwischendurch auch zu H&M Bodys. Die haben auch eine sehr gute Qualität. Ist aus der Conscious-Serie und da sind die Sachen dann nochmal so ein bisschen weicher, habe ich das Gefühl. Und diese Farben halt, ist so voll mein Ding. Dann habe ich eine Weste geholt für draußen. Wenn er dann mal eine etwas dickere Cardigan-Jacke anhat, beziehungsweise ein Cardigan anhat aus einem dickeren Stoff, was wir sehr gerne benutzen. Oh, hier kommt ein bisschen Watte raus. Wieso? Kann man aber, glaube ich, selber gut wegschneiden. Ja, ist nicht schlimm. Habe ich in der Größe 98 geholt, weil es 104 einfach nicht gab und weil er die Weste sofort brauchte. Ja, und mit so Öhrchen hier. Sowas ist auch irgendwie sehr selten. Also ich hole sehr wenig, wo so Mickey Mouse und so weiter drauf ist. Aber das fand ich sehr süß. Ich mag die Farbe sehr gerne und finde das jetzt auch nicht so kitschig. Aber nichts gegen Mütter, die ihren Kindern sehr farbige Sachen anziehen und Dinge, wo sehr viele Muster drauf sind. Ich glaube, die Zeit wird noch früh genug kommen, wo er mir dann sagt, ich möchte unbedingt mein Pulli, wo Cars drauf ist. Ich möchte unbedingt hier ein Oberteil, wo alle Tinky-Winkies drauf sind. Keine Ahnung. Also diese farbige Zeit wird noch kommen. Da kann er dann selber entscheiden. Jetzt kann ich ja noch entscheiden. Und mag diese Farben sehr gerne, aber das soll nicht heißen, dass ich das andere bei anderen Kindern nicht schön finde oder nicht toll finde, wenn Mütter ihre Kinder so anziehen. Also jeder so, wie er möchte. Und irgendwann, wenn er selber entscheiden wird, kann er dann sich auch kunterbunt anziehen. Ist mir dann auch egal. Leute, ich habe noch so ein richtig süßes Set. Das hier ist das Oberteil. Ist auch nicht sehr dick. Passt jetzt sehr gut zu der Zeit eigentlich, die kommt. Und so eine Hose aus so einem, das ist 100% Baumwolle, aber die ist
was sich so etwas glatt anfühlt. Oh, Kian wird jetzt wach. Und so sieht das Oberteil aus, Leute. Ich habe noch ein paar Sachen. Vielleicht kann ich die gleich mit ihm zusammen abdrehen. Ich muss jetzt gehen. So, eine halbe Stunde später. Ich habe Kian erstmal zum Schlafen gebracht. Und dann wollte ich ihn wieder in sein Bett legen, weil ich mache das so, wenn er wach wird, nehme ich ihn, gehe mit ihm zusammen in unser Zimmer, in unser Bett und dann schaue ich, ob er noch schläft. Und dann ist er nochmal eingeschlafen und dann wollte ich ihn halt in sein Bett tun. Und dabei ist er wach geworden und dann haben wir erstmal gekuschelt, deshalb sehe ich so aus. Und ich habe mir ein Cardigan angezogen. Ich habe aber auch nur noch wenige Teile, die zeige ich euch jetzt. Einmal eine Jeanshose, die habe ich in 98 mitgenommen. Gab es auch in so einem dunkleren Blau und in noch einer ganz anderen Farbe, aber ich weiß nicht mehr welche. Dann habe ich wieder neue Strumpfhosen mitgenommen in 104. Ich habe jetzt nur zwei Stück mitgenommen, weil diese Größe ist eher so für in ein paar Wochen und dann wird es schon ein bisschen wärmer sein und dann reichen, glaube ich, zwei Stück. Sonst hatte ich immer so von der aktuellen Größe vier Stück, aber ich glaube, so im Sommer ist es okay, wenn ich nur zwei habe, beziehungsweise nicht jetzt direkt Sommer, sondern halt etwas wärmer. Und dann habe ich noch so eine Mütze mitgenommen. Ich habe eine UV-Schutzmütze für ihn, aber die sieht schon relativ nach Bademütze aus. Die ist so beige und khaki. Ich habe da was. Oh nein! Ich habe hier Lippenstift. Ja, das passiert, wenn man mit Baby kuschelt. Die ist so weiß und khaki gestreift und sieht schon relativ bademützemäßig aus. Und die hier ist halt so für den Alltag mal. Wenn er jetzt nicht in der knalligen Sonne ist, sondern wenn wir wissen, wir sind unterwegs, aber der ist jetzt nicht unter der Sonne so richtig, dann reicht so eine Mütze, denke ich. Und so, wenn man wirklich schwimmen geht, dann sollte man eine UV-Schutzmütze haben, finde ich. Wenn man wirklich im Pool ist, wenn man unter der knalligen Sonne ist, hatten wir zum Beispiel jetzt in Abu Dhabi dabei. Aber die Mütze ist halt nicht so schick. Deshalb wollte ich so für den Alltag nochmal eine bisschen schickere Mütze haben aus Leinen. Das war mein Einkauf bei H&M für mein Baby Kian. Der ist jetzt ein Jahr alt und ein paar Tage. Ich habe extra auf Glamour Shopping Week gewartet, weil ich wusste, ich brauche so ein paar Sachen. Vieles davon jetzt nicht für jetzt sofort, sondern für ein bisschen später. Aber ich wollte die Glamour Shopping Week halt schon mal nutzen. Ich glaube, das waren 15% oder 20%, die man da bekommen hat. Deshalb hat das sehr gut gepasst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag bei einem neuen Video wieder. Bis dann, tschüss. Moment, eine Sache habe ich doch. Ich habe noch so ein Jogging-Set bestellt. Khaki und grau. Aus einem Stoff, wo innen drin sich das anfühlt wie Vlies, also sehr weich und dadurch auch sehr warm hält. Staubt jetzt ein bisschen. Jetzt kommt alles einmal in die Wäsche und ja, das war's.